Wenn Sie jetzt mal die Fragen, wer zahlt denn eigentlich Steuern in den Verhältnissen einer Konsumgesellschaft, in dem wir heute notwendigerweise leben, eine andere Alternative haben wir nicht. Wir müssen heute Leistungen, immer ständig Leistungen von anderen in Anspruch nehmen, um leben zu können. Also, und das bezeichnet eine Konsumgesellschaft, das ist kein moralischer Begriff. So, wenn das so ist, dann kann ich Ihnen nur aus meinem eigenen Erleben erzählen. Als ich bis zu meinem 29. Lebensjahr war ich Angestellter. Und damals war ich schon verheiratet, hatte zwei kleine Kinder. Und meine Frau hat immer gefragt, was ich netto verdiene. Das war ganz, Frauen sind ja viel praktischer wie Männer. Das ist klar. Die hat gefragt, ja, was kommt in den Monat in die Haushaltskasse rein? Und das war nur das Nettoeinkommen. Und nur das hat mich auch interessiert damals. Und als ich dann Unternehmer wurde mit meinem 29. 30. Lebensjahr, dann habe ich sehr schnell kapiert, ja, wenn das Unternehmen wachsen soll und wenn das Unternehmen investieren können soll und muss, dann muss ich Gewinne machen. Und wenn ich Gewinne mache, dann muss ich darauf Steuer zahlen. Also muss ich so viel Gewinn machen, dass ich nach Abzug der Steuer doch genügend übrig habe, um die notwendigen Investitionen durchführen zu können. Also muss ich die Steuern mit in die Preise verkalkulieren. Und da ist mir als Unternehmer damals sehr schnell klar geworden, dass das immer so ist. Nämlich, Sie haben eine schöne Empirie dafür, wenn es dem Unternehmer nicht mehr gelingt, seine Steuern in die Preise zu verkalkulieren, dann macht er Verlust. Und wenn er Verlust macht, braucht er keine Steuern zahlen. So wie bei den Banken jetzt. Die Unternehmenssteuern oder die Steuern, die der Unternehmer zahlt als Unternehmer? Das ist nur eine Frage der Gesellschaftsform, die Sie haben. Ist ein gesellschaftliches Bewusstseinsproblem, dass wir nicht trennen zwischen den Einkommen aus unternehmerischer Betätigung und den Einkommen, die privat umgesetzt werden. Das ist ein ganz großes Gesetzesproblem. Und das Zweite ist eben, dass wir nicht trennen zwischen dem, der Steuern zahlt und dem, der Steuern trägt. Und als ich eben noch Angestellter war, da habe ich zwar Steuern bezahlt, ausweislich meiner Lohnabrechnung, aber getragen hat sie natürlich, in Wirklichkeit gezahlt hat sie das Unternehmen und getragen hat sie auch der Kunde. Und wenn Sie heute zur Bank gehen, oder Sie beobachten das beim Bankgesprächen, dann sagen die Leute, ja, hören Sie mal, ich will hier 500.000 Euro anlegen. Was habe ich denn dann für eine Verzinsung? Und da kommt dann der Bankberater und sagt, ja klar, dann wenn Sie das so und so und so machen, dann haben Sie die und die Verzinsung und dann haben Sie nach Steuer die und die Rendite. Nach Steuer. Das interessiert uns auch nur, sonst gar nichts. Und wenn Sie in einem Unternehmen eine Investition machen und sagen, jawohl, jetzt rechne noch mal eine aus, was es für eine Rendite bringt, dann wird natürlich immer gefragt, was bringt es für eine Rendite nach Steuern? Das heißt, wir rechnen alle netto. Wir rechnen alle netto, weil letzten Endes keiner von uns bereit ist, die Steuern. Und wenn jemand hier ein Freelancer ist, also, wie sagt man eigentlich? Freischaffender. Und er nimmt einen Auftrag an, dann sagt er natürlich, na und was habe ich da netto übrig? Ist doch logisch. Also ich habe das in meinem Buch so beschrieben, dass ich gesagt habe, wir rechnen alle netto, aber wir jammern alle brutto. Und dass wir in unserem Bewusstsein nicht auseinanderhalten können, und das müssen wir kultivieren, da können wir hier bei uns anfangen. Wer zahlt die Steuern, wer trägt sie? Okay. Was ist Einkünfte aus Produktionsmitteln und was ist Einkünfte, privat verfügbare Einkünfte? Und das Dritte ist, dass man sich auch nochmal klar macht, Hardorf sagt es immer so schön treffend, es gibt keine reichen Unternehmen. Es gibt auch keine armen Unternehmen. Es gibt nur ausreichend finanzierte Unternehmen und nicht ausreichend finanzierte Unternehmen. Weil ein Unternehmen kann gar nicht reich oder arm sein, weil es ein Ding ist, ein sozialer Organismus. Reich können nur die werden, die daran beteiligt sind oder die dort tätig sind. Aber das Unternehmen als solches nicht. Also wenn Sie sagen, wir müssen die Unternehmenssteuern erhöhen, dann erhöhen Sie die Konsumentenpreise.